Mir nichts. Irritates gibt's. Aria Engine. Und du das Skillful? AMD Gaming Evolved. Warning, Autosave. Murdered. So suspect. Und damit seid ihr gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodim zu diesem Halloween Special. Ja, Happy Halloween an der Stelle. Und willkommen zu einem gruseligen Horrorschocker Krimi. Irgendwie so ein bisschen alles davon. Longplay zum Halloween Special. Ja, das Spiel hat mir Mordi mal vor langer Zeit geschenkt. Und ja, ich weiß nicht viel darüber. Die Trailer sahen sehr gruselig aus, deswegen. Es geht halt um einen Detective, der erschossen wurde oder irgendwie anders getötet wurde und tot ist und jetzt als Geist irgendwie ermitteln geht. Das wird ein bisschen spooky. Vielleicht auch nicht nur ein bisschen. Also, ja. Also, das Spiel ist auf Steam ab 16. Keine Warnung deswegen. Und Halloween. Ja, kann das mal. Ich meine, ich habe auch andere Spiele, die ab 18 sind auf dem Kanal. Aber nochmal hier explizit die Warnung für alle Leute, die eventuell ein bisschen schwächere Nerven haben oder irgendwie ein bisschen Herzprobleme haben oder minderjährig sind. Das ist für die aufgezählten Personen. Sie sollten vielleicht an dieser Stelle abschalten. Das ist kleiner Ratsatz. Es wird Nervenkitzel geben, es wird gruselig, es wird. Ja, aber spaßig. Also, genug der Warnung. Auf geht's. Starten das Spiel. Salem muss Massachusetts werden. Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Salems. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, derer Bedeutung sich die Polizei die Bedeutung noch des nicht Glockensymbols ist, bleibt ebenfalls ein Rätsel. Als Sprecher des Salem Police Department drückte uns jeder, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten es gibt keine Verbindung mehrerer zwischen den Opfern. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür! Ronan O'Connor, wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs. Des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein, nein, Julia.
Bleib bei mir, hörst du? Julia? Nein, bleib bei mir! Bleib bei mir! Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verflucht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Wie zur Hölle habe ich das überlebt? Bleib, wo du bist, Drecksack. Ich komm wieder hoch. Du hast das Recht zu schweigen. Jeder Kopf, den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten. Okay, wir sind wohl nicht so schnell. Verdammt abgeschlossen. Ja. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt. Oh. Aufgepasst, oh Lady. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Aber wie konnte er die Tür berühren? Ich lebe noch. Ich habe noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht... Vielleicht wache ich ja auf. Das ist ein bisschen, das Drehen ist ein bisschen brutal schwierig. Die Maus reagiert nicht. Ist eine andere Taste dafür. Ja, Gamecap-Pads habe ich leider nicht. Das wird doch wohl da nicht dran scheitern. Ist meine Maus kaputt oder ist die Störung des Spiels einfach zu kacke? Aus. Einstrahlen. Müsste eigentlich. Aha.
Ich verstehe nicht ganz. Ja. Was möchtest du tun? Komm schon. Jemand muss das Glas splittern gehört haben. Ja. Der Mörder. Nein. Komm schon. Scheiße. Er bringt es zu Ende. Tja, der wird nicht mehr lebendig. Es wird noch schlimmer. Das ist doch völlig ein Geist. Okay. Geh auf das Licht zu. Ronan. Sekunde. Ich denke, so leicht wird das nicht. Ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott. Julia. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein. Aber... Was? Nein. Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke. Kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist. Okay. Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht die Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Typische Geistertheorie. Jetzt geh. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebster. Wie gar nicht mal so unlogisch ist. Rette dich selbst. Nein. Julia, Julia! Geh nicht, Julia! Verdammt! Hallo? Da liegt ein Mann auf der Straße vor den Regal Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann. Das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Das wird nichts bringen. Kannst du mich hören? Ach du Dummkopf. Sieh da, bitte.
Verdammt. Ich kann keiner hören, keiner sehen. Vielleicht kann dich jemand spüren. Hey, du. Hey, hörst du mich? Komm zurück. Er ist noch warm. Ich habe ein Gästemädchen gesehen. Okay, Sekunde, ich muss mal die Maus-Sensibilität runterstellen. Okay, durch die Wand konnten wir nicht durch. Warum konnten wir durch die Bretter da nicht durch? Ich bin scheinbar nicht durch jede Wand. Wie kommt das? Wie kommt das, dass wir hier nicht... durch manche Dinge nicht durch können. Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinger scheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Aha. Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Aha. Ich hatte gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Ja. Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Ja. Geisterfähigkeiten. Ich dachte, du wolltest mich... Tut mir leid. Ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns. Verstanden. Dämonen. Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Nun, viel Glück dabei. Warte, ich muss noch mehr wissen. Das sind dann wohl die Dämonen. Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Seltsam. Die Dämonen aus dem Höllenflug. Ja.
Hinweise, alle im Rahmen der Ermittlungen entdeckten Hinweise werden hier gesammelt. Sieh öfter mal rein, um dich an Informationen zu hinweisen und ihren Fundorten zu erinnern. Der Typ hat mich kaltblütig erschossen, ist er meine ungeklärte Sache. Derzeit das Spielziel. Nicht geklärte Sachen. Dämonische Bedrohung. So können wir rennen. Das sind diese Sachen wohl nicht rein können. Durch die Wände. Aha. Entfernen entdeckt. Stadt betreten. Die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Dann ermitteln wir mal unseren eigenen Tod. Das ist genau andersrum wie in Harry Potter. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Verstärkung! Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Hey, Baxter! Hey! Hey! Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar. Ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja. Es mag nicht mein Tatort sein, aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Mit der Parteizentrale des SPD im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Ah ja, finde die Spur des Mörders. Ich muss sie alles untersuchen, um vielleicht etwas Neues zum Auszufinden. Untersuchung ich muss einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen sie schon was. Also haben sie den Mann mit der Kapuze das dürfte machbar sein. Ich habe ihn gesehen, er hat den Mann auf der Straße getötet. Sicher? Wäre gut zu wissen, worüber sie reden. Ich muss sehen, ob sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Ermittlungen abschließen. Um einen Ermittler abzuschließen, musst du erst nach Hinweisen suchen. Ist klar. Untersuche dafür verdächtige Objekte und interagiere mit relevanten Personen, indem du die Besitzergreifenfähigkeit nutzt. Aha. Die Hinweise hier müssen etwas bedeuten.
Besitz ergreifen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine das. Warum passiert mir das? Ich wollte bloß nach Hause und zu Abend essen und... Hey, alles in Ordnung. Wenn ich das wüsste, warum bin ich überhaupt hier? Ich sollte nach Hause gehen und mich unter der Bettdecke verstecken. Was könnte sie dazu bringen, mir zu erzählen, was sie gesehen hat? Kein richtiger Hinweis. Können Sie mich hören? Sie haben einfach aufgehört zu reden. Oh, ist das Blut? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Wenn ich Sie nur beruhigen kann, kommt Ihre Erinnerung bestimmt zurück. Wir müssen Hinweise untersuchen. Mit den eigenen Kugeln getötet. In Stücken. Overkill. Meine Ersatzwaffe. Letzte Zielritte. Können wir es hier nochmal versuchen? Meine letzte richtige Zigarette, gut, dann kann ich endlich sagen, ich habe aufgehört oder so ähnlich. Welches ist der wichtigste Hinweis? Ersatzstoff hat mir ja viel gebracht. Glasscherben. Das war das Glas des Fensters, aus dem ich geworfen wurde. Zwei fehlen uns noch. Patronenhülsen. Der Mörder hat mehrere Schüsse auf mich abgefeuert. Das ist schamlos in der Öffentlichkeit. Geschlagen, aus seinem Fenster geworfen und erschossen. Wie auch immer mein Mörder ist, er wollte mich ganz sicher tot sehen. Mehr Hinweise finden. Warum muss ich eine Reportage in so einem Kaff machen? Kann's kaum erwarten, nach Boston zu kommen. Ich könnte nie Ihren Job machen. So außer Kontrolle. Zum Glück bin ich kein Cop. Ruhig bleiben. Wir Cops müssen die Leute beruhigen. Ja. 5 von 8 Hinweisen. Die Jungs werden alles tun, was sie können. Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass. Ronan, unfassbar. Ich versteh's nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung. Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam. Du weißt, 7 in die Brust. Du weißt, nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören solltest, oder? Hast du dir mal seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterwelt-Scheiß? Er war mehr Krimineller als Cop. Wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer. Er war einer von uns, Arschloch. Ah, ja.
Seine Fähigkeit, eine Person richtig zu beeinflussen, hängt von den Ermittlungen gefundenen Hinweisen ab, Abklärung vorzufahren. Versuche hier was zu finden. Der Mörder kam doch nicht zum Tatort zurück, oder? Meistens tut er das. Das ist unmöglich. Aber da ist es, direkt vor meinen Augen. Wenn ich das erzähle, glauben die Leute, es sei aus einem Film. Von Nika war Besitzer helfen. Okay, sei geduldig mit dir. Sie ist aufgebracht. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Keine Glocken, oder? Kam hierher, weil ein Zeuge eine mögliche Sichtung des Glockenmörders in der Gegend meldete. Auch eins fehlt uns aber noch. Hatten wir ihn schon? Das Spähen durch die Augen der Lebenden erlaubt dir eine Ermittlung voranzutreiben, indem du die wichtigsten Informationen auswählst. Was hat er über meinen Mörder in Erfahrung gebracht? Franzig so schnell wie möglich zurückbringen? Die übliche Vorangehensweise ist, die Notenz zu informieren, wenn die vorläufige Franzig eintrifft. Auch wenn er sich von dem Fall distanzieren sollte. Mieter vermisst Cassandra Joy. Vermisster Mieter, wir müssen in der Wohnung gelebt haben, aus der ich geworfen wurde. Einzige Waffe am Tatort gehört wohnen. Jetzt haben sie keine andere Waffe am Tatort gefunden. Er hat mich mit meiner eigenen Waffe erschossen, weil er selbst keinen dabei hatte. Ich denke, die ist wichtig. Nee, ich brauche. Waren das dann nicht schon alle? Aus welchem Fenster sind wir denn? Ich muss hier eine Spur finden. Tja. Finden wir jetzt noch einen Hinweis. Das ist echt bizarr. All diese Cops und wir kommen nicht voran. Mir gar nicht ansehen. Dann versuchen wir es mal. Jetzt haben wir alle freigeschaltet.
Was könnte ich dazu bringen, das zu erzählen? Jetzt bringen wir zu erzählen, was sie gesehen hat. Nicht helfen. Steckst du so schnell vorbei? Glasscherben vielleicht. Erinnerung auf die Sprünge helfen. Können wir die wieder abwählen, die wir hier gefunden haben? Stockwerk hochgesehen, glaube ich. Oha, Zielort des Mörders. Zeugen glaubt, der Mörder war absichtlich auf dem Weg in den obersten Stock. Es war kein Zufall. Ermittler anschafft. Aber aus welchem? Ich muss hier eine Spur finden. In der Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Mein Weg hinein und er ist verschlossen. Oh. Fantastisch. Das ist meine rein. Chance. Ich muss nur Stuart ins Gebäude folgen. Entschuldigung, ja. Muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwo rein will, darauf warten, dass jemand eine Tür öffnet? Ja, es kann etwas schwierig sein, in geweihte Gebäude zu gelangen. Aber wenn du einmal drin bist, läuft alles glatt. Das gleiche gilt fürs Verlassen. Offene Türen, Fenster, ganz egal. Alles ist erlaubt. Für wie viele Gebäude gilt das? Hier? Für so gut wie alle. Keine Sorge, du gewöhnst dich dran. Danke. Okay, rein hier. Wohnung. Puh. Das heißt, der spürt uns. Hey, Sarge, 1019. Kehren Sie zum Tatort zurück. 10-4. Ach du Scheiße. Dämon. Und der Mentor. Oh, du bist's nur. Ich wusste, ich habe was gehört. Ah, ja. Entschuldigung. Fallakten. Es gibt in Salem viele Arten an Objekten zu entdecken. Deine Umgebung, während du sie erkundest, selbst das einfachste Papier kann Geheimnisse zur Stadt und die Menschen, die hier leben, enthüllen. Okay, noch 6 mehr. Ich bin so verwirrt. Du wirkst verloren. Was verloren ist, ist mein Körper. Ich weiß, ich wurde hier ermordet. Und ich weiß, es klingt verrückt, aber ich würde mich wesentlich besser fühlen, wenn ich wüsste, wo meine Leiche ist. Sind Sie ein Detective oder so? Sie sind vielleicht meine einzige Hoffnung. Aha. Ja, ich bin Detective. Eine Ahnung, wer es getan hat? Das könnte uns zu deiner Leiche führen.
Ich weiß, dass es alte Leute waren. Und dass sie in diesem Mietshaus wohnten. Abgesehen davon ist alles verschwommen. Ich habe zu der Zeit viele Drogen genommen. Du brauchst wirklich einen Detective. Ich werde sehen, was ich von den älteren Hausbewohnern erfahren kann. Ah, ja. Ein mysteriöser Mord. Ich glaube, ein älteres Ehepaar im Gebäude hat sie ermordet. Ich werde versuchen, Informationen über jegliche ältere Mieter herauszufinden. Super, Zeit für Zeit. Durch die Decke hören. Das hoffe ich doch. Jedes Mal, wenn wir Jennifer besuchen, ist es das Gleiche mit diesem... Das braucht ein paar Freunde. Jemand anderen, der seinem Gejammer zuhört. Dieser Lärm. Hoffentlich zieht Jennifer bald aus dieser Müllhalde aus. Und weißt du was noch? Die Typen im dritten Stock. Was haben wir hier? Könnte meinen, die wollen die Toten aufwecken. Das für nix. Hinweise. Nebenfälle. Hier können gesammelte Artefakte eng gesehen werden. Kehre hierher zurück, während der Erkundungsszenes Sammlung zu betrachten. Die Polizei verweist nicht auf einen Serienmörder. Im Angesicht des Todesfalls wird die Bevölkerung gebeten, nachts zu Hause zu bleiben und ihre Türen verschlossen zu halten. Okay, ich kann nicht versprechen, dass ich hier... Jetzt schon 36. Ja. Ja, natürlich. Die Toten sind mehrere Morde und Vermisstmeldungen bekannt worden. Jetzt erreicht uns die schockierende Nachricht. Das ist ein Sie über den Mord an den Mädchen im Waschraum. Gibt es eine Verbindung? Ich kann nicht versprechen, dass Zeit bist böse, aber. Aus dem Fenster starren? Wozu soll das schon gut sein? So kann man's. Ich glaube, ein älteres Ehepaar im Gebäude hat sie ermordet. Sie versuchen, Informationen über die ältere Mieter herauszufinden. Das Mädchen ist zusammengeklappt wie Papier, als Grace sie geschlagen hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie tot ist. Es ging so schnell. Ich habe Grace noch nie so durchgedreht gesehen. Muss der Schlafmangel gewesen sein. Gott sei Dank ist es vorbei. Endlich kann ich in Ruhe fernsehen. Dass ein Detective einem dreisten Mord in aller Öffentlichkeit. Geheimnis des alten Manns. Anscheinend hat seine Frau ein ziemliches Temperament. Wenn das Mädchen ermordet hat, wo ist die Leiche? Gibt es eine Verbindung zwischen den Vermisstmeldungen und den Morden? Hat Salem es mit einem Serienmörder zu tun? Einzelheiten stehen noch aus, aber momentan hängt eine dunkle Wolke der Angst. Gartenzeuge. Gartenwerkzeuge. Schaufeln, Handschuhe, Dünger, Hobby oder Mord? Salem, wo ein grausiger Mord die Stadt in Panik versetzt hat. Diese sonst so verschlafene historische Stadt wurde zuletzt von einer Welle der Gewalt heimgesucht. Zeitung. Was ist mit Leiche des Mädchens passiert? Break in at Curry. Kinder brechen ständig in den Steinbruch ein. Warum mein Interesse für diesen Einbruch zeigt? Okay, hier ist nichts. Hinweise finden. Hey,
Scheiße. Willst du mir noch einen Herzinfarkt verpassen? Nein, ich wollte... War eine rhetorische Frage, Herrgott nochmal. Komm schon, guck nicht so verloren. Sieh dich um oder so, du weißt schon. Spionier ein bisschen. Tu dir keinen Zwang an. Na, da geht's nach draußen. Können wir ihr schon helfen? Ich hoffe wirklich, dass sie etwas finden. Unseren eigenen Fall dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Was für ein armseliges Exemplar eines Mannes. Kommt nicht aus dem Sessel. Mag den Sessel mehr als mich. Ah ja. Da fehlt aber noch ein Hinweis. Scheint hat seine Frau ein ziemliches Temperament. Das hatten wir schon. Endlich Ruhe und Frieden. All ihre Partys. Wie soll jemand bei der lauten Musik schlafen? Ich glaube, sie hat Drogen genommen. Walter war auch so müde. Ihm sind auf den 8 Kilometern zum Smithwick-Steinbruch fast die Augen zugefallen. Ich konnte kaum glauben, dass er um die Uhrzeit einen Bolzenschneider auftreiben konnte. Wenigstens ist mit der Musik Schluss. Jetzt können wir endlich schlafen. Aha. Keines der alten Form. In der Glotze ist der Blick auf die Straße besser. Vor ein paar Tagen ist ein junges Mädchen spurlos verschwunden, kurz nachdem mehrere Morde. Da fehlt uns aber noch was. Meldungen bekannt worden. Jetzt erreicht uns die schockierende Nachricht, dass ein Detektiv einen dreisten Mord in aller Öffentlichkeit. Sie muss doch noch irgendwo was sein. Tja. Kann mir nicht geholfen werden. Irgendwie so ein... Was hat das zu bedeuten? So ein kleines Coronavirus. Das ist Grab. Irgendwo muss doch hier. Meine Enkelin braucht einen Garten. Wo spielt sie? Auf der Straße? Hoffentlich stellt er keine Fragen, er merkt sonst, dass ich nicht zuhöre. Ja. Oha. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das... die Lösung des einen Rätsels verhindert.
Hey, wie ist es zurückgekommen? War ich das? Hey, hey! Komm zurück! Die sind nicht für dich. Klasse. Sieht nach einer Art Code oder sowas aus. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Ich hoffe, wir kommen dann noch zurück. Nur ein einziges Mal will ich mit einem Erwachsenen ohne Unterbrechung telefonieren. Kleines Mädchen. Zwischen den Vermisstmeldungen und den Morden hat Salem es mit einem Serienmörder zu tun. Einzelheiten stehen noch aus, aber momentan hängt eine dunkle Wolke der Angst über der Stadt. Monica Chase für WDJA live aus. Mama! Mama! Den Kind nach seiner Mama. Hey, macht es Spaß, Kinder zu erschrecken? Wegen der Kleinen habe ich alles verloren. Es sollte ein einfacher Job sein, leicht verdientes Geld. Was meinst du? Sie ist nur ein Kind. Spielt keine Rolle. Ihr Vater schuldete den falschen Leuten zu viel Geld. Sie war nur eine Rückversicherung. Und da kommst du ins Spiel? Hab sie einfach so einkassiert. Nachdem alles vorbei war, hätte ich sie gehen lassen. Ich vermute, es war nicht so einfach. Mag sein. Aber sie schuldet mir was. Und ich gehe nicht, bis die Schuld beglichen ist. Lass gut sein. Könnte eine Weile dauern. Keine Sorge. Ich kann warten. Ich habe nichts außer Zeit, mein Freund. Ja. Kleines Mädchen, das sich unter der Decke versteckt hat. Ich habe da nichts gesehen. Ich bin noch plötzlich in dieser Etage. Sehen wir das Mädchen wissen. Okay, Jungs, platziert eure Einsätze und hofft auf mehr Glück. Es geht nicht ums Glück, Avery. Ich will sie gewinnen lassen, aber das wird sie sowieso. Nun, es gibt immer ein gewisses Zufallselement. Vielleicht bringst du uns ein paar Tricks bei. Cool bleiben, Junge. Mit dem nächsten Blatt machst du sie fertig. Ja. Gentlemen, und wirf ein armer Kerl. Ich erinnere mich, dass ich Poker mal für ein Glücksspiel hielt. Ja. Spiel endlich deine Karten. Bin so aufregend in der Geschichte. Das gab. Das hatten wir doch schon. Ach, da war ich schon. Der Schrankgeist. Was habe ich da jetzt übersprungen? Das wollte ich nicht. Wollte ich nur wehren. Wenn Dementoren dich wahrnehmen, jagen sie dich und zerstören deine Seele. Aha. Dämonen kommen. Die Rückstände von Geisterseelen verbergen eine Präsenz vor Dementoren. Brücke, um fortzuführen. Versteckt zu versteckt. Du kannst dich zwischen Objekten
Verstecken hin und her bewegen, um der Mentoren auszuweichen. Dämonen kommen. Wenn Dämonen dich eine Weile nicht finden können, geben sie die Suche auf und verschwinden. Einzelheiten stehen noch auf. Ah ja, sich Dämonen nähern. Mit F gedrückt, Dämonen durch Wände zu sehen. Nähere dich einem Dämon stets vorsichtig. Der Angst über der Stadt. Monica Chase führt DJA live aus Salem. Wir bringen sie zu Monica Chase aus Salem, wo ein grausiger Mord die Stadt in Panik versetzt hat. Diese sonst so verschlafenen. Das müssen ihn wahrscheinlich erstmal weglocken. Ist ein Hinweis zu dem. Wartest du, dass ich deine Zweien in Könige verwandle? Das Mädchen können wir nicht mehr finden. Ich muss morgen arbeiten, weißt du. Ein Dämon vernichten. Du musst von hinten an einen Dämon anstechen, um ihn zu vernichten. Also er zu versuchen, ihn zu vernichten. Wehe und hat ja sehr gut geklappt. Vernichtung fehlgeschlagen. Vernichtung des Dementors ist fehlgeschlagen. Versuche es nochmal, indem du R hältst, schnell die anderen Kombinationen eingibst. Ja. Das muss noch üben. Also halten muss das. Noch neu hier. Aha. Exorzist. Können wir hier durch. Als allererstes will ich natürlich meinen eigenen Fall aufklären. Und S und sehr schön. Oh oh. Nieren und Nieren. Hier ist der alten Frau. Was fehlt uns denn da eigentlich noch? In die Wohnung im dritten Stock. Aha. Sind wir im dritten Stock? Okay. Also was war's? Stromschlag oder Pulsadern?
Rasierklinge. Es sollte nur die Rasierklinge sein. Das haben die Stimmen gesagt. Die Musik sollte mich nur ablenken, bis ich verblutet bin. Das Radio war also nur ein Unfall? Ich habe mit dem Schnitt begonnen. Das warme Wasser hat meine Haut so weich gemacht. Aber ich konnte es nicht. Das Radio ist vom Rand gerutscht, als ich aus der Wanne wollte. Ich wollte nicht sterben. Es waren die Stimmen in meinem Kopf, die mich tot sehen wollten. Das tut mir leid, Kleiner. Ja, und noch weiter befragen kann man nicht. Das Radio. Hier ist irgendwo ein Dämon. Das tut's Party, Bruder. Es ist der schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Was willst du? Wir haben Bier, den Fernseher. Was willst du mehr? Keine Ahnung. Eine Party vielleicht. Tja, wir können nach Boston fahren. Kannst du dich erinnern? Nach Boston fahren? Warum muss man immer rausgehen, um Abenteuer zu erleben? Schätze. Für mich wäre es okay, wenn wir einfach einen Film gucken würden. Wie machen wir das? Realistisch. Sollen wir dein. Hey, du bist es. Du bist berühmt. Zieh dir das in die Klötze rein. Passt schon, danke. Ja, ja. Tun wir hier irgendwie noch den Westen. Ja. Gibt es eine Verbindung zwischen den Vermissten? Hier finden wir nicht viel. Fünf von sieben. Gehen die Wohnung im dritten Stock, da sind wir glaube ich drin. Eine andere Wohnung. Lässt auf die Bilder. Oh oh. Jetzt hat er mich doch nicht sehen. What the fuck? Weg.
und D und erledigen. Nice. Jetzt können wir hinein. Das ist die vierte Etage. Ich muss im dritten Stock noch was finden. Ja. Einzelheiten stehen noch aus, aber momentan. Irgendwelche Geheimnisse, die wir noch nicht entdeckt haben. Tja. Was machen wir? Was machen wir hier? Was machen Sachen? Im Bad gibt es nichts zu finden. Einzelheiten stehen noch aus, aber momentan hängt eine dunkle Wolke der Angst. Ja. Was ist der Sinn einer Party, wenn man sie planen muss? Dann wäre es ja Arbeit. Meine Party heißt nicht, dass ich alles allein machen muss. Diese Knöpfe wissen nichts. Das wäre echt blöd, wenn wir die was übersehen würden. Monica Chase für WDJA live aus Salem. Wir bringen die Wahrheit ans Licht. Monica Chase aus Salem, wo ein Lauf. Eine andere Wohnung. Waren wir auch schon. Ist der im Bad? Fände ich echt mies, wenn wir hier was übersehen würden. Das bringt nichts. Ist nichts zu belauschen. Sie schläft. Okay, hier haben wir ein Zimmer. Da waren wir. Hier waren wir auch schon. Ist noch ein drittes Zimmer. Es gibt nur zwei Zimmer pro Etage. Sehr logisch. Dann gehen wir mal nach oben und lösen unseren eigenen Fall. Okay, Leute, ich muss Sie bitten, Abstand vom Tatort zu halten. Was ist hier passiert? Ich fürchte, die Untersuchung läuft noch. Warum antwortet er Jill nicht? Sie stellt wichtige Fragen. Ist er geworfen? Von wem? Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Sind wir hier noch sicher? Was fürchten Sie? Dass wir Angst vor Mörder bekommen? Die haben wir längst. Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Hey, Sie wollen bloß wissen, ob hier ein Mörder rumschleicht. Entspann dich, okay? Ma'am, das Salem Police Department... Mann, sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Okay, hier haben wir noch was. Hey, Broyles!
Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Ah, das Mädchen. Dexter sucht das Mädchen. Das Mädchen hat was mit uns zu tun. Die wird nicht mehr auftauchen. Verdammt. Die war ein Geschenk meiner Mom. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? Nicht, sie sucht die Wunden nach Hinweisen mit. Okay, noch eins mehr. Kannst die Erinnerungsstücke in diesem Reich enthüllen. Das will ich suchen, kämpfen und zieh sicher. Mitgehend. Gesucht. Suchende Mörder. Der Glockenmörder hat nach etwas gesucht. Und nach jemandem. Wonach hat er gesucht? Suchende Mörder. Da war noch nicht viel. Das Rätsel von der Frau, ich hoffe, das da haben wir auch noch eine Antwort drauf. Ein Zeichen des Kampfes. Versteckender Zeugen. Es gab einen Zeugen meines Kampfes mit dem Mörder. Was hat sie gesehen? Ja. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Aha, Statusabfrage der Vermisstenmeldung. Da fehlen aber noch einige. Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist das Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte, ich würde alles tun, sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. So, um Joys Sicherheit. Sandras Hauptsorge ist die Sicherheit ihrer Tochter. Ja. Zerbrochen. Durch das Fenster sind wir durch.
mein letzter Kampf. Gut, dass da ein letzter dazwischen stand. Spirituell. Buch über Geister. Ah ja, da glaubt jemand an Geister. Das könnte später eventuell hilfreich sein. Zwei Dinge fehlen noch. Bisschen Zettel. Tritt von Blumens Eltern. Psychologische Kinderzeichnungen. Aha. Da war es noch eins. Ein- oder auspacken. Okay. Finden wir die Antwort. Warum war der Mörder hier? Das ist wichtig. Waren wir schon. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Da kommen wir. Wir waren im Ganzen zu dicht. Vielleicht sein Gesicht gesehen. Ist das möglich? Nee, er war ziemlich vermummt. Also reingeplatzt. War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Aus dem Fenster raus. Wohin ist das Mädchen gegangen? Ermittlungen abschließen. Einige Ermittlungen enthalten mehrere Fragen, die mehrere Antworten benötigen. Nur dieses Ziel. Und das ist vielleicht hinter dem Mädchen her. Ist das auch das Mädchen, was war, was wir für den anderen Fall suchen? Was da unten jetzt das Geist liegt? Okay, hierhin. Ich muss die Untersuchung abschließen, bevor ich hier weg kann. Nee, von 14 Hinweise. Der Nebenfälle gilt es zu vernachlässigen. Wir dafür unsere eigene Sache.
Das Mädchen ist da raus. Das hatten wir soweit schon. Ein Beweis fehlt uns noch. Das ist auch nicht wichtig. Das Buch vielleicht. Nein, das auch nicht. Suchen wir Mörder, der ist aber wichtig. Ist aber ohne Fenster ist wichtig. Verstecken Zeugen. Jetzt haben wir es ausgeschlossen. Das ist der letzte Hinweis, den wir noch suchen. Genialer Detektiv bin ich. Natürlich nicht. Ich hab's gewusst. Das ist auch irgendwo ein Hinweis. Ja. Hinweis. Irgendwas haben wir übersehen. Nichts zu erkennen. Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Fotos der Zeugin. Fotos der Zeugin als Beweise eingesammelt. Kann ich aus ihnen ableiten, wo sie ist? Unwahrscheinlich. Das Mädchen ist hier raus. Jetzt brauchen wir wieder einen Hinweis. Suche den Winkel ab. Ja. Hier waren wir noch nicht oft genug. Ja.
Leiche drin liegen. Und was nun jetzt? Suchen der Wunde nach Hinweisen. Das hört auch nicht auf. Eingefunden hat, sollen wir den nächsten finden. Ja. Sieht irgendwas, sieht nicht so aus. Ja. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Ja. Wo finden wir hier noch Hinweise? Ja. Okay, was fokussieren. Ich könnte das schon was sein. Für ein Projekt lassen sich bei Wundern ein Flashback aus. Priester, Verwandte selbst. An dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Aha. Die Kirche? Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Einer von uns. Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Geschlossen. Ziel erfüllt. Verlassen. Am Ende ist sie das kleine Mädchen, was wir die ganze Zeit hier. Was uns zum Anfang. Instruktionen gegeben hat. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhen trotzdem. Finde die Zeugen. Die Zeugen ist mein einziger Hinweis. Ich muss sie finden. Die Kirche ist meine größte Chance. Na, da ab zur Kirche. Gehen wir mal ein bisschen beten. Na toll, eine Sackgasse. Wie denkt er in die Kirche reinzukommen? Eine gesegnete Orte nicht betreten kann.
Sieh es ein. Baxter hat ihn gehasst. Das beruhte aber auf Gegenseitigkeit. Ronan hatte Ecken und Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade ein Kuschelbär. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass er... Ich meine, einen anderen Cop? Oder sonst wen? In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Und weit über Baxter 1 von 2. So, wie kommen wir zur Kirche? Leben bedenken. Der Tag, an dem alles für mich starb. Ende von für immer. Bis dass der Tod sich scheint. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße. Nichts Gedanken. Ein brennendes Haus. Super, alles hier ist zu Fuß zu erreichen. Ich glaube, es ist nicht mal derselbe Typ. Alles nur Nachahmer. Hä? Ich glaub's einfach nicht. Da geht's nicht lang. Dämon hier. Den Tag, an dem wir uns kennenlernten. Gib dich zur Kirche. Da werden wir wieder hier. Wie kommen wir denn zur Kirche? Wir entfernen uns gerade ziemlich. Ich mit meiner Orientierung. Ich soll das was werden. Wenn hier noch die Wege versperrt sind. Ah, ja. So halt irgendeinen Weg. Da geht's nicht lang. Wo geht's denn lang? Scheinbar in die Richtung. Und da kommen wir nicht längs.
Ja. Komme ich auch nicht weiter. Das ist auf einmal wieder 100 Meter. Das ist mir ein Rätsel. Kommen wir nicht lang. Wie um alles in der Welt. PlayStation. Beziehung wie eine Bratwurst. Hier waren wir auch irgendwie schon. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Was, wenn er nie gefasst wird? Macht er dann einfach so weiter? Okay. Zwischenzeitlich sind wir die Küche schon ziemlich nah. Was zum Sammeln. Lohmanns Kindheit. Da entfernt man sich wieder. Deprimierend. Wie kommen wir hin? Die große Mauer. Noch ein Kreis. Ist nicht lang? Da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Wo geht's lang? Karte irgendwie oder? Spielucht mich hier lang.
Ja. Jetzt sag ich die Klasse. Hier waren wir noch nicht. Ich wünschte, Geister wären real und man könnte einfach mit ihnen reden. Ja. Auto-Tattoo. Okay, klar, dass wir hier nicht hoch können. Und dann die Kirche näher. Noch keine Dämonen hier. Hör mal, ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann, aber du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses hier überhaupt ist. Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir passiert ist. Warum bin ich so? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleine. Aber wenn du hier bist, bist du tot. Ich wusste es. Sieh mal, mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Naja. Ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Ich erinnere mich an viele Leute. Und an ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich sehe immer wieder den Namen Mona Hansett. Das ist ein Anfang. Mal sehen, was ich tun kann. Alter. Ich werde trotzdem jetzt zurückgehen. Du bist da oben auf dem Berg. So zum Lächeln gebracht wie du. Also, die Kirche. Kommt ein Geist in die Kirche. Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. Ich muss raus, wo die Zeugin ist. Das kann nicht gut riechen. Es riecht sehr gut. Es riecht nach ihr. Also hast du beschlossen, dich einfach an ihrem Schrank zu bedienen? Nein, nein, nein. Die in ihrem Schrank waren zu neu. Sie hätte es auch gemerkt, wenn jemand da dran gewesen wäre. Hab gewartet, bis sie weggeworfen hat. Ich war immer gut im Warten. Manchmal hat sie sich umgesehen, als ob sie spürte, wie ich sie beobachte. Und wenn sie dich erwischt hätte? Was dann? Deine ganze Welt wäre zusammengebrochen. Wieso? Ist sie vorher auch nie. Ich würde so mit ihr verfahren wie mit den anderen. Und dann ziehe ich weiter zur nächsten. Ach. Von hier weiterziehen könnte schwieriger sein, als du glaubst.
Okay, ein Geisterrabe. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Es wird gefährlich da draußen mit all diesen Morden. Zu viele Gebete werden gerade gesprochen. Nicht nur ihres. Bewahre uns vor der Dunkelheit, die uns bevorsteht. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Gott, ich hoffe, das hilft. Schatten des Bösen? Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Aha. Na toll. Sägen. Ein Dämonen oder ein Dämon haben wir auch schon gefunden. Yep. Wo sonst als in der Kirche? Wundert mich natürlich gar nicht. Dämonen in der Kirche. Segensplättung. Segensplättung. Ja, und die Dings. Blätter von der Säge. Okay. Können wir uns verstecken? Autsch. Zum Glück gibt es hier keinen Fallschaden. Vielen Dank. Sehr schade. Ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Hinweis zur Kirche. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Auf den Dachboden. Alter, Herr Priester. Hier ist es heute Nacht so kalt. Ich habe mal genutzt, um hier rüber zu kommen. Der Dachboden muss dort oben sein. Ein Weg auf den Dachboden. Ich weiß nicht, Angel. Ryan ist ein toller Junge, aber seine Familie... Ich hoffe, meine Hochzeit wird nicht so stressig. Doch, doch, das wird sie. Ryan ist es wert. Mein Mädchen heiratet ihren Liebsten. Nur das zählt. Dachboden. Und wie kommt man dem vorbei? Ja,
Dämonen kommen. Gar nicht so leicht von hier aus. Okay, wir kommen auf den Dachboden. Hier vielleicht. Nach oben. Nein. Ich muss nach oben, um auf den Dachboden zu kommen. Das hätte ich jetzt mal gesagt. Ein exzellentes Essen unter diesen Bedingungen? Ich wäre jetzt dann nach oben gegangen. Nach unten gegangen. Die Katze. Wenn du zuerst zu rennen. Okay. Raus, Katze, raus hier. Okay, wie kommen wir hoch? Katzenjau. Ist die Lüftung in Ordnung? Ja, nur die reguläre. Schon Lüftungsschacht hinauf. Hinauf können wir nicht. Es wirkt nur so, als wären sie schon seit Ewigkeiten zusammen. Sie haben sich direkt nach der Uni getroffen, Todeszufall. Reise nach Europa. Ich hatte gehofft, er trifft ein nettes irisches Mädchen in Dublin, aber er traf Shelley in Florenz. Und sie ist aus Boston. Er reist tausende von Kilometern übers Meer, um die Liebe seines Lebens zu treffen, die in der gleichen Straße. Es ist nicht meine Schuld, dass mein Sohn super ist. Glücklich zu sein, was? Das ist toll. Wirklich toll. Okay, wir können mit der Katze auf jeden Fall hin, wo wir vorher nicht konnten. Aber springen können wir seltsamerweise nicht. Wir sollen hier durch die Küche. Ich war die ganzen vier Jahre Quarterback an der Salem High. Der mal die Klappe. Katze. Verstecken. Wir sind tot.
Wie soll ich denn hier auf den Dachboden kommen? Soll denn das hier gut gehen? Und den Fahrstuhl. Kann ich die Hände hier irgendwie besiegen? Dass wir dann da hoch können. Das wäre das Leichteste. Können wir nur fliehen. Einfach nur mit der Katze darüber. Was für eine Idee. Wo war die Katze nochmal? Das wäre eine Idee. Oder auch nicht. Raus, Katze, raus hier! Ist die Lüftung in Ordnung? Ja, nur die reguläre Wartung. Die Teile sind groß genug, dass kleine Tiere durchlaufen können. Also muss man sicherstellen, dass keins der Viecher darin eingesperrt ist. Ach, was passiert denn so? Hier kommt man noch hochspringen. Das wird nicht billig sein, aber nennen Sie das einen Tafelaufsatz. Mit Katze und wieder rüber kommen. Puritanisches Thema, nichts genaueres. Sehen Sie sich das an, sehen Sie doch, das nennen Sie puritanisch. Da ist Plastik drin. Glauben Sie, es gab Plastik, als die Puritaner damals an Land gingen? Ich hätte nicht gedacht, dass es so akkurat sein muss. Nein, Sie haben offensichtlich gar nicht gedacht. Müssen irgendwie von hinten ausschalten. Puritanisch bedeutet organisch, rustikal, aber trotzdem geschmackvoll. Es erinnert an Salem. Die ganze Hochzeit erinnert an Salem. Es ist ein Ausdruck des Stolzes. Sind Sie denn gar nicht stolz auf diese Stadt? Eigentlich komme ich aus Weymouth. Meine Familie, nicht die irische Familie meines Mannes, sondern meine, geht bis auf die Pilger zurück. D und erledigen. Thanksgiving erfunden. Dann haben wir das mal gelöst. So, mit der Katze noch dann angekommen. Was habe ich gedrückt, um da hochzukommen? Hier bin ich doch schon auf den Schrank gesprungen. Aha. Muss ich hier nur noch runter vom Schrank? Du blöde Katze. Komm hier mal runter. Okay, nun. Die Katze kommt hier rüber. Und wie kommt die Katze hier raus? Wir müssen irgendwie in den Flur kommen. Blick ich noch nicht ganz. Vielleicht kommen wir den Schrank dort irgendwie. Wenn man die Spielsteuerung verstehen würde.
Okay. So kommen wir vielleicht auf den Dachboden endlich. Okay, aber was wollen wir hier? Ich weiß nicht, Angie. Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie macht mir Sorgen. Naja, seine Mutter scheint eine Furie zu sein. Aber Brian ist es nicht. Werden wir nicht so hinkommen? Komm jetzt auf den Dachboden. Ich glaube, langsam habe ich das mit dem Springen raus. Ah, okay. Hoch geht's. Farbe einmal umwerfen. Geht scheinbar nicht. Jetzt will ich auch irgendwie auf den Dachboden kommen. Ich wollte schon längst Schluss machen, aber... Das mit dem Dachboden reizt mich jetzt natürlich irgendwie. Das will ich noch mindestens irgendwie schaffen. Mit Katze bedienen werde ich auch immer besser. Okay, hier hinauf. Den Dachboden so nah wie noch nie. Das hier führt hier auf den Dachboden. Aha. Da wären wir. Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Wie kann ich zu ihr durchdringen? Finde raus, was die Zeugin weiß. Von mir Besitz ergreifst, dann ich kann nicht sehen. Du hast kein Recht, deine ungeklärten Sachen bei Warte mir abzuladen. Warte mal, ich jage meinen Mörder, okay? Jemanden, der vor knapp einer Stunde kurz davor stand, dich anzugreifen. Und wenn... Sekunde mal. Du kannst mich sehen und hören? Heilige Scheiße. Du bist ein Medium. Na, ich hab vielleicht ein Schwein, was? Ich hab grad die perfekte Helferin gefunden. Was ist nur mit euch Typen und meiner Familie? Den Cops zu helfen, ihren Job zu erledigen, ist kein Privileg, sondern eine Falle. Ich bin nicht deine Informantin, Partnerin oder Freundin. Ich schulde euch nichts. Wenn überhaupt, schuldet ihr mir was. Ja, schon klar. Du bist tough, okay. Aber du bist nicht tougher als er. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Er ist hinter dir her oder jemandem aus deinem Umfeld. Wen auch immer er tot sehen will, der kann froh sein, noch zu leben. Ich weiß, was ich tue. Und du kannst mir helfen, ihn aufzuhalten. Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten.
Hör mal, es tut mir leid. Was mit dir passiert ist, war furchtbar. Und du hast mir das Leben gerettet. Also, was willst du? Okay. Nur was er will. Beeil dich, Mann. Den wollte ich nicht mehr rausfinden. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Mit dem Murdered Soul Suspect. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Das war das erste Longplay von Murdered Soul Suspect. Ich hoffe, hier gab es einen Save Point. Bestimmt. Vielleicht können wir es irgendwann mal. Fand ich ganz spannend. War ein tolles Spiel bisher. Vielleicht kann ich irgendwann mal weiterspielen. Wenn ich Bock drauf habe, wenn ich Zeit für habe. Aber für das Halloween Special hier erstmal soll es das gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Habt noch einen herrlich gruseligen Tag. Tja, wenn ich das schaffe, wenn ich es nicht komplett verkacke, sehen wir uns heute Abend wieder um 18 Uhr zum nächsten Special-Video. Vielleicht noch was anderes geplant. Joa, Happy Halloween.